Moin, moin, willkommen zurück bei den chilligen Gamern. Wir sind jetzt bei Marok in seiner Schmiede. Er steht hier nur wie so ein echter Chad in Unterhose und Stiefeln rum, so wie es sein soll, mit seinem prächtigen Bart. Und wir müssen, hat er uns schon erzählt, hier Sachen drauflegen. Und wir haben so ein Schmiedebuch, haben wir von ihm irgendwann mal gekriegt, hier mit Schmiederezepten. Da haben wir jetzt mal so geguckt, was da ist und was wir überhaupt tragen können. Und wir probieren jetzt hier verschiedene Sachen aus. Und machen natürlich alles für einen Giroldo los, weiß ich doch jetzt schon. Zum Beispiel hier brauchen wir so eine Sense. Nicht so eine Sense. Wir wollen aber ihm jetzt so ein richtig seltenes magisches Item machen, nämlich die goldene Sichel. Also wenn das nicht geil und golden ist, das Problem ist immer, es muss halt immer eine magische Sache sein. Und davon haben wir leider nicht alles gefunden, was in den Schmiederezepten drin steht. Also uns fehlen ein paar Rüstungstypen plus eins. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, und da brauchen wir das spezielle superheilige Wasser. Und das ist das hier. Besonderes Weihwasser. Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt gehen wir, glaube ich, zu ihm. Intuitiv. Hallo! Ich möchte, dass ihr einen Gegenstand anfertigt. Ja, ihr seht mal, ich kann das besondere Weihwasser und eure magische Sichel zu einer goldenen Sichel kombinieren. Aber das kostet natürlich auch noch 500. Ja klar, machen wir doch. Hui, Trete, wie immer ein Vergnügen. So, dann schauen wir doch mal, was das jetzt für ein geiles Teil ist, Giroldolos. Extra für dich. Alter, sie ist wirklich golden. Das ist eine goldene Sichel plus 1. Ja. Und du hast einen Bonuszauber. Ja, gut. Für Druide 0. Grad, Gefühl für Tiere plus 2 und hat einen Verbesserungsbonus plus 1. Soll ja keiner sagen, hier, es würde nicht Weihnachten und Ostern zusammen für dich sein, ne? Guck mal da. Da ist er auch schon. Und dann machen wir doch einfach weiter, ne? So, zum Beispiel habe ich mir so überlegt, es könnte gut sein, wenn wir hier, wir können hier noch einen magischen Krummsäbel machen. Weiß der Teufel, was das bringt. So, da brauchen wir nur ein bisschen Adamantit. So, haben wir auch. Ja, dann also machen wir hier Adamantit zu einer Wüstenwindsichel schmieden. Hä? Aber da drin ist doch ein. Ja, mach einfach mal. Sichel ist bestimmt falsch übersetzt. Mach uns arm. So, jetzt ist hier der Wüstenwind plus 1. Der macht 1W6 Feuer und Verbesserungsbonus plus 1. Ich Der glaube, Rucksack ist ja schon das solltest schwerer du als auch ich. nehmen. Falls wir mal eine Kiste und so nicht auftreten, hast du hier wenigstens einen magischen Säbel. Den könntest du auch, ne, das müsstest du als Druide ja tragen können, richtig? Ball? Und Waffenfinesse hast du ja sowieso nicht. Also ist es ja egal, ob du mit der Sichel draufhaust oder nicht. Wow, sagst du. Wow, sag Das ist ich. ja nicht zu fassen. Dann machen wir mal das Namara. Namara ist doch eine Signature-Waffe in den Vergessenen Reichen, ne? Das ist ein Rapier und Drachenblut. Habe ich da ist schon mal Drachenblut. Das machen wir jetzt hier einfach, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. So. Ist egal, wir finden am Ende eh Hallo! bessere, aber hier fertige mal was an. Geil, ein Namara-Rapier. So, hier, danke, du hast bald kein Gold mehr. Toll. Das wäre jetzt eine Waffe für Bib. Namara niemals Schlaf, genau. Umgang mit Kriegswaffen, Schurke oder Elf. Bei Trefferbenommenheit für eine Runde 75%, aber der SG ist 14. Verbesserungsbonus plus 1. Ja, ist nice. Benommenheit ist ziemlich gut. Nehmen wir. So, und dann haben wir aber immer noch ganz viel. Möchtest du eigentlich immer noch eine Astralklinge haben? Kann die? Weiß ich nicht. Aber wir haben kein Ich hab. magisches, wir haben kein magisches Langschwert, ne? Nee. Ich habe jetzt aber auch schon zwei magische Nahkampfwaffen. Das ist ja grundsätzlich gut. Ja, okay. Toll, dann habe ich hier noch eine magische Keule. Die kann man da reinlegen. Alter, es ist wieder nirgendwo Platz. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. So, und die Keule können wir in einen
Ja, also können wir auf jeden Fall mit wresteln. Da brauchen wir nur das Eisenholz für. Naja, dann machen wir das einfach mal so. Wegverschmieden. Hallo! Hallo, es ist auch so furchtbar kompliziert. Eine Gladiatorenkeule kann er damit machen. Das hört sich ja Cool. gut an. Hört sich total so an, als mal gucken, was das jetzt kann. Alter, die sieht auf jeden Fall mächtig brutal aus. Also, die macht auch Benommenheit wie Namara. Na, kann ich mir jetzt aussuchen. Dann Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Nur mal um es dir zu zeigen, was ich so ein Prügel, ey. Ja, Ja, I aber see. irgendwas mit Elementar wäre natürlich richtig gut. Aber wir haben keinen leichten Hammer gefunden. Nee. Und ich glaube, auch sonst haben wir keinen magischen Streitkolben oder so gefunden. Das heißt, so viel können wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr machen, obwohl wir noch sehr viel Feenstaub haben. Den sollten wir auf jeden Fall noch durchbringen. Ein Fey Duster Shortsword. Ich glaube, ein Kurzschwert. Haben wir noch eins? Ein Kurzschwert könnten wir bei Aribeth noch verfügbar machen. Und wir könnten dir aber auch noch einen Feenspeer machen. Machen wir dir einen Feenspeer, ne? Ich hab nichts dagegen. Ja, ist die Frage, ob ich was dagegen habe. Ach doch, guck mal da, den Speer habe ich aufgehoben. Speer plus 1. Da freut sich der Fachmann, ne? Wenn wir es doch haben, einfach nur so als Bonusding. Da brauchen wir jetzt Feenspeer, bestimmt Feenstaub. Naja, und bei einigen Sachen, wenn man sie überreden kann, glaube ich, kriegt man dann Hallo. noch mehr von diesen Sachen zurück. Ich möchte, dass ihr einen Gegenstand anfertigt. Feenstaub lässt sich mit eurem magischen Speer verbinden. Ein Feenspeer. Toll. Und das geht halt auch noch mit dem Kurzschwert. Alter, der sieht auch wild aus, der Feenspeer. Ich kann den nicht tragen. Der macht auch bei Treffer Benommenheit. Also ist so wie Namara. Den lege ich dir auch mal hier hin. Falls du mal Leute benommen machen willst, ne? Guck mal da, wie so schön sieht er aus. So, und ich glaube, für alles andere, also alles andere können wir halt nicht so richtig. Eine Handaxt haben wir nicht. Beziehungsweise wir haben auch nicht mehr genug Gold, um irgendwas zu kaufen. Eine magische Waffe zu kaufen, kostet halt immer viel Geld, 2000 oder so. Jetzt können wir halt noch gucken. Brustplatte. Ja, mehr haben wir nicht. Aber das sieht doch schon bei dir, du siehst doch jetzt schon richtig wild aus. Deinen Ja. Flammen, mit deiner Flammenwaffe. So, dann würde ich vorschlagen, wir machen hier mal einfach so einen Speicherstand. Mitten im Part. So, dann gucke ich nochmal kurz ins Journal. Wir haben jetzt nur noch unseren Gefolgsmann. Bla. Dann haben wir die Pest. Bla. Und eine Verschwörung deutet sich an. Mehr können wir nicht machen. Das bedeutet, ich raste jetzt hier bei ihm. In der Schmiede ist es schön warm. Und Marak sieht trustworthy aus. Und danach gehen wir zu Aribeth und geben ihr die letzte Zutat. Was hältst du denn davon? Episch. Alles klar. Na dann, komm mal ran. Suche ich noch was? Nee, warum bin ich denn immer noch überladen? Ich verkaufe vielleicht noch vorher Sachen bei ihr, damit ich nicht mehr überladen bin. Nicht, dass sie. Euer Anblick ist mir, wir warten schon Also, alle begierig ich darauf. brauche die Dienste des Tempels. So, dann verkaufen wir erstmal hier Diebeswerkzeug plus 3. Wir können es in die Luft sprengen. Wurfpfeile plus 3 habe ich gefunden. Klar, ne? Plus 3. Komisch. So, weg damit. Weg damit. Weg damit. Gibt alles Geld. Ich glaube, Geld ist erstmal immer besser. Wobei, das in Wertgegenständen zu haben, ist halt auch gut. Weil man dann, wenn man stirbt, nicht gleich komplett durch ist mit der Schicht. Die Diamanten konnte man noch verarbeiten, genau, und den anderen Feenstaub und den Rest Adamant. Also da hätten wir noch vier Sachen, hätten wir noch machen können. Aber offensichtlich fehlen uns dafür die magischen Gegenstände. Vielleicht gucken wir gleich nochmal nach dem Es Kurzschwert fehlt bei uns jetzt Aribeth. nur noch ein. Wir warten schon alle begierig Hey, hey, darauf, hey! dass sie geboren. Nicht sagen, dass wir sie haben. Nein. Ja, da sehe ich doch schon wieder, was da passiert so im Hintergrund. Aber ich könnte noch mal das Feen-Kurzschwert kaufen. Ich mache noch mal ein Kurzschwert bei ihm nachher offscreen. So, haben wir noch mal gekauft.
Dienste des Tempels brauche ich sonst nicht mehr. Ich habe dir noch ein paar Sachen hingelegt zum Verkaufen. Okay, toll. Da freue ich mich aber. Grundsätzlich weg, 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 weg. Noch ein Schild des Morgens, als wollten sie Latanda hier reinhämmern in unsere Köpfe. So. Latanda ist auch gut. Mhm. So, und dann, ja, eine Schleuderkugel gerollt. Zwei Stück, ist doch nicht dein Ernst. Nee, hier, da wo Fenris ist. Ach so. Okay, na dann muss ich da noch mal raus. Es wird alles so kompliziert. Oh. So, okay. Dann ist das hier ja... Ist das hier ja ein Kaufen-Verkaufen-Part. Personen als Tier bezaubern. Ja, die sammle ich, die Schriftrollen hier. Eine Sichel plus eins. Willst der Rucksack ist ja schon schwerer als... Jetzt habe ich ja die goldene Sichel. Die goldene Sichel ist richtig gut. So, Dienste des Tempels. Alles raus hier, alles Neue. So, keine Ahnung, was das sonst noch war. Sieht ganz gut aus. So, dann sagen wir ihr mal Bescheid, dass wir die letzte Zutat haben, ne? Euer Anblick ist mir, wir erwarten schon alle Begriffe. Also, die letzte Kreatur. In eurer Brust schlägt das Herz eines Helden. Von all jenen, die danach gestrebt haben, die Kreaturen zu finden, habt ihr euch mehr als würdig erwiesen. Ja, kein Anrater. So, erzählt die Geschichte mit der Dryade. Naja, also wir waren im Schwarzviertel, da waren alle ein bisschen plemplem. Meldan hat ein riesengroßes Anwesen, das von drinnen noch größer ist, als von draußen aussieht. Fast so wie die TARDIS bei Doctor Who. Und ja, er drehte am Rad, er kam ungebufft zur Party und hat aufs Maul, aufs Fressbrett bekommen. Und dann haben wir die Dryade befreit und sie hat uns eine Locke in ihrem Haar gegeben. Wie Galadriel Gimli. Oh. Es ist eine Schande, wie man ein derart sanftes Wesen so misshandeln kann. Echt mal. Die Pest tut uns schon genug an. Wir müssen nicht noch zu dem Elend, das sie verursacht, beitragen. Wir halten damit das Heilmittel praktisch schon in den Händen, Bib. Wie soll nie Winter seine Schulden an euch nur je begleichen? Naja, keine Ahnung wie, aber hier kriegst du erstmal nur 500 Goldmünzen. Ah, danke. Ihr habt euch einen Ehrenplatz unter jenen verdient, die Niewinter in diesen dunklen Tagen zu helfen versuchten. Ihr werdet in unseren Reihen stehen, wenn wir das Ritual zelebrieren, um das Heilmittel herzustellen. Danke, Mann. Seid ihr bereit, zum Ritualraum aufzubrechen? Nee, ich muss mich noch wir um ein paar so Dinge rasch kümmern. Wie möglich beginnen. Ihr habt euch euer Recht, in der Reihe jener zu stehen, die Niewinter in diesen dunklen Tagen zu helfen versuchen, wohl verdient. Ich werde ein paar Minuten warten, während ihr euch vorbereitet. Doch ihr müsst euch beeilen. Ja, ja, jetzt kommt es wirklich auf jede Sekunde an. So, wir gehen nochmal, ich mach mal kurz einen Schnitt, wir gehen nochmal hin und holen uns noch so ein Feen-Kurzschwert ab. Von dem guten Boy, wo wir eben schon waren. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, dann, Aribeth, lass uns mal wir zur Zeremonie jetzt, gehen. Wir wollen die Credits rollen sehen. Dann wollen wir keine... Los geht's. Bist du auch mitgekommen? Oh Gott, bei mir auf jeden Fall der Bildschirm lädt. Zeremonienraum, wunderbar. Hier ist doch Richter Olaf. Nein, lauf nicht wieder meine vor. Grüße. Oh Gott sei Dank. Ihr habt Niewinter in diesen dunklen Zeiten einen großen Dienst erwiesen. Als Zeichen seiner Dankbarkeit für eure vielen Mühen bietet Fürst Nascher euch an, bei der Erschaffung des Heilmittels zugegen zu sein. Machen wir. Bevor das Ritual allerdings beginnt, möchten die vier Anwesenden mit euch sprechen. Um euch ganz persönlich für eure eindrucksvolle Leistung klar, zu danken. Klar, dafür haben wir Zeit. Geht nun und sprecht mit ihnen. Ich muss derweil dem Herold die guten Neuigkeiten überbringen. Na Gott sei Dank. Gibt's hier noch was? Ah, das Erkenntnisbecken. Da können wir nochmal reinschauen. Also, Inhalt des Beckens. Wir haben offensichtlich noch nichts verloren, was wir verloren sollten. So, dann lass uns erstmal umgucken, was es hier sonst noch so gibt. Also, es gibt hier noch einen weißen Kraftkreis, da steht Sergol. Das ist doch der Priester von Tyr. Ich grüße euch. Hallo, was macht er denn hier? Doch ist meine Zauberkraft nicht heilender Natur. Ich kann nur Teleportationen machen. Aber warum denn nach hier? Ist die Burg nicht speziell abgeschirmt? Und, Giroldolo, wusstest du eigentlich, dass der Typ aus dem Vorspann, den du dir vor 6 Jahren mal angeguckt hast und jetzt immer skippst, dass das Fürst Nascher ist oder sein soll? Das wusste er natürlich schon wieder. Natürlich wusste ich das. Er ist ja, der hat ja auch diese besondere Beziehung zu dem Minotaurus. Toll. Der dann abschlägt. Toll. Also. Seid mir gegrüßt.
Die Vorbereitungen für das Ritual sind so gut wie abgeschlossen. Wenn alles gut geht, halten wir das Heilmittel in wenigen Minuten in Händen. Nee, der Wolf ist, glaube ich, nicht eingeladen. Ich hoffe, ihr nehmt mir meine Worte nicht übel. Ihr habt euch als sehr wertvoll erwiesen, auch wenn euer Äußeres dies nicht vermutet. Alter, sie diskriminiert Gnome. Dafür wäre das alles nicht möglich gewesen. Soll ich etwas Bestimmtes tun? Was passiert jetzt? Seid ganz beruhigt. Euch haben wir zu verdanken, dass wir so weit gekommen sind. Den Rest besorgt nun das Ritual. Wenn es vorüber ist, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Alles klar, darauf freue ich mich doch schon. Alles Weitere könnt ihr jetzt uns überlassen. Ihr habt euch jedoch das Recht verdient, zusehen zu dürfen. Und ich bin sicher, die anderen würden das ebenso sehen. Ich habe Fragen zum Ritual. Ich will versuchen, euch alles zu erklären. Gibt es irgendetwas? Wie wird das ablaufen, Mann? Mehrere unserer Tierpriester haben bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Ihre meditative Versenkung wird es uns ermöglichen, die verschiedenen Komponenten zusammenzufügen. Desta, Fentig und ich beginnen mit den wichtigsten Zauberformeln, sobald wir bereit sind. Das ist auch so ein Witz. Also sie ist Paladin, was soll sie dazu beitragen mit ihren Zauberkräften aus der dritten Auflage? Hä? Keine Minute zu früh für Fürst Nasher. Die Pest hat ihn erheblich geschwächt. Ich glaube, er empfindet diesen Zustand beinahe als persönliche Beleidigung. Okay, in welcher Form wird das Heilmittel vorliegen? Wir haben einen kleinen Behälter dafür vorbereitet. Die Mixtur selbst wird trotz ihrer immensen Bedeutung wohl recht gewöhnlich aussehen. Ja, aber wie ihr wünscht. Was dann ist es doch viel zu wenig, oder nicht? Na gut, ich habe Fragen zu den anderen dass Anwesenden. Sie für sich selbst sprechen können. Doch wenn ihr möchtet, werde ich eure Fragen beantworten. Okay, wie geht es für Snasher? Das solltet ihr ihn wirklich selbst fragen. Okay. Er möchte keinesfalls für schwach gehalten werden. Und es wäre ihm lieber, wenn er sich an Gesprächen über seinen Gesundheitsstand selbst beteiligen könnte. Und dann, wie stehst du zu Desta? Was haltet ihr denn jetzt von ihm? Es waren eure Bemühungen, die uns so weit gebracht haben. Was er tut, scheint auf euren Ergebnissen zu beruhen. Ihr wart auf der Suche, seine Helmiten haben gesegnet. Ihr habt gekämpft, seine Helmiten haben gesegnet. Neben dem Heilmittel, das wir euch zu verdanken haben, wird der Trost, den er gespendet hat, verblassen. Stark. Nun, wir brauchen ihn für das Schlussritual. Na klar. Daher kann ich ihn nicht wegschicken. Außerdem spricht Fentig für ihn, also muss er wohl Respekt verdienen. Wird sich eure Beziehung zu Fentig jetzt verbessern? Diese Zeit war schwierig. Und unsere Meinungsunterschiede haben sie um nichts leichter gemacht. Fentig und ich haben uns nicht viel zu sagen, wenn es nicht gerade um die Pest geht. Guck mal, wir könnten jetzt den Song I'll Be Your Substitute von Cloud einspielen lassen. Ich verstehe, warum er solche Hoffnung in Desta setzt. Ich kann es trotzdem nicht. Ich kenne die Kraft des Glaubens, aber er muss durch Taten gestützt sein. Aha, die Götter sind mächtig. Warum verlasst ihr euch nicht auf sie? Ich bin ein Paladin des gerechten Gottes Tier. Der Glaube schärft mir das Schwert, doch es ist mein Arm, der es schwingt. Aha. Ich hatte einfach Angst, es würde mehr Märtyrer als Überlebende geben, wenn wir darauf warten, dass der Glaube allein uns rettet. Okay, okay. Kommen wir mal auf die anderen Fragen zurück. Wie ihr wünscht. Was möchtet ihr wissen? Werden die Dinge jetzt alle wieder in Ordnung kommen? Sobald wir das Heilmittel haben, werden wir zumindest versuchen, es so schnell es geht, so vielen Leuten wie möglich zur Verfügung zu stellen. Es wird eine Weile dauern. Also werden wir uns zunächst den schwersten Fällen widmen, egal welchen Standes die Opfer sind. Ich hoffe nur, über andere Dinge sollten wir uns später Gedanken machen. Oh, guck mal, ich kann versuchen, sie zu überreden. Was bedrückt euch, Aribeth? Sagt es mir. Es ist jetzt wirklich nicht der angemessene Zeitpunkt, um davon zu sprechen. Außerdem ist es nicht wichtig. Wir werden uns darum kümmern. Ist sonst noch. Guck mal, wenn es soweit ist. Auf Wiedersehen. Ich bin sicher, dass, wie ihr wünscht. Ja, lebte wohl. Ihr solltet. So. Erneut zum Gruße. Kann ich jetzt. Kann ich sie nochmal überreden? Ja, was bedrückt euch? Mist. Sonst noch ja. Wollen wir es noch rausfinden? Erneut zum Gruße. Ich. Nun, sobald wir das. Es wird eine Weile. Wir sind ja unserem. Na gut. Sehr nahe, aber du hast Träume noch gefragt, dann sage ich es dir. Ich mache mir dennoch große Sorgen über die Auswirkungen der Pest. Niewinter hat eine fürchterliche Narbe davon getragen. Nein. Misstrauen macht sich breit. Die Stimmung in der Stadt hat sich geändert. Wenn alles vorbei ist, werden die Leute einen Schuldigen suchen und ich weiß nicht. Bei einem Schuldigen bei einer Krankheit. Ich sollte nicht abschweifen, jetzt, da wir dem Heilmittel so nahe sind. Heute ist ein glücklicher Tag. Und dass es so ist, verdanken wir euch. Tschüss. Ja, lebt ihr solltet mit. So, dann also drei Leute. Wir müssen noch mit Fentig und Desta und Fürst Nasher reden. Hallo. Extra langer Part mal wieder, weil. Nicht wahr? Und euch? Euch haben wir zu danken.
Ja, ja, richtig. Weil wir ja so viel geschmiedet haben. So, ich bin nicht so viel vertont. Ihr habt die Kreaturen aus Tiefwasser gefunden, sodass Desta und seine Helmiten sich darauf konzentrieren konnten, die Leute wieder Mut zu geben. Jetzt endlich kann er das Heilmittel herstellen. Alles wird gut. Ja, war eine... Desta wird das Heilmittel nicht allein herstellen. Andere sind ebenfalls beteiligt. Ich weiß das, aber er hat so viel mehr geleistet. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr die Bedeutung seiner Beteiligung erkennt. Die Gefahr, in die er sich begibt. Alter, was ist mit ihm? Missverständnisse begleiten sein Wirken von Anfang an. Ich musste sogar... Nun, es genügt, wenn ich sage, es war schwierig, ihm alles Notwendige zu besorgen. Fentik, das ist nicht der richtige Moment, über sowas zu reden. Wirklich, andere verstehen die Dinge nicht so, wie ihr es tut. Natürlich, natürlich. Es ist besser, nach vorn zu schauen. Nur noch wenige Augenblicke und dann haben wir das Heilmittel. Warum habt ihr gezögert, mir etwas zu sagen? Oh, das war wirklich nichts. Überreden? Ihr könnt es mir sagen. Erfolg? Ja, na gut, ihr habt euch bewiesen und ich bin naiv und leichtgläubig. Also, ich habe gesehen, wie meine Begleiter das schon zu oft gemacht haben, euch abzuweisen. Seht, man hat Desta aus den Plänen für die Zeremonie herausgedrängt. Seine Versuche zu helfen haben sie ignoriert. Meine Kameraden meinen es gut, aber sie haben einfach kein Vertrauen. Habt ihr etwas genommen und unternommen, um ihm zu helfen? Naja, es ist eine Kleinigkeit, wirklich. Ich meine, wir brauchen seine Hilfe, wenn wir das Heilmittel fertigstellen wollen. Man darf nicht wegen kleinlicher Bedenken zurückweisen. Er hat seinen Wert längst unter Beweis gestellt. Also, Fürst Nescher sagt nein, die Türleute sagen nein und er sagt ja. Damit das Heilmittel überhaupt wirken kann, muss er magische Energie aus dem Tempel des Helm hierher transferieren. Das ist ausgesprochen gefährlich. Die Türen... Ja, sicher. Die Prozedur könnte ihn umbringen. Aribeth und die anderen hätten es nie zugelassen. Also gab ich ihm die Schlüssel für die Schutzsteine. Warum auch nicht? Die Burg nie bewachen. Na klar, Helms Magie wird uns nun bei unserem Zauber helfen, weil natürlich Helm nicht durch die Schutzsteine durchkommt mit seiner Magie. Es geht nicht. Wird die Burg dadurch nicht schutzlos? Natürlich nicht. Ich würde die Burg nicht in Gefahr bringen. Desta will lediglich einen kleinen Teil der Energie Helms kanalisieren, um das Heilmittel wirksamer zu machen. Es gibt kein Risiko. Die Schutzsteine bleiben ja an Ort und Stelle. Niemand kann die Burg betreten oder verlassen, ohne einen von uns mit den Schlüsseln zu alarmieren. Ja, aber das ist doch trotzdem egal, denn seid ihr zwar alarmiert, aber naja. Was würde Aribeth wohl darüber denken? Aribeth, ich liebe sie sehr, aber ihre Augen blieben vor lauter Entsetzen vor der Pest verschlossen. Ich muss das tun. Es ist in unser allem Interesse. Ihr werdet schon sehen. Okay, reden wir über die anderen Fragen. Ich habe Fragen über eure Welt. Was geschieht während dieses Rituals? Ja, die Priester werden beten und Aribeth, Desta und ich werden dazu stoßen. Okay, das Heilmittel wird bald zur Verfügung stehen und er hofft, dass es auch bei den mit fortgeschrittenen Symptomen wirkt. Wie sieht es aus? Ein inspirierendes leuchtvoller Feuer voller Magie und Hoffnung, das von göttlicher Energie glüht und heilende Wärme ausstrahlt. Die Größe des Behälters, den wir vorbereitet haben, dürfte einem solchen Wunder kaum angemessen sein. Ich bin wohl etwas zu aufgeregt. Okay. Andere Fragen? Begleiter? Wie geht es Fürst Nascher? Wollen wir es nochmal wissen? Er hat eine Menge Zeit, sich ganz tapfer verhalten, aber er ist, glaube ich, ein bisschen krank. Er sitzt da hinten, hat ein Spezialgesicht abgekriegt. Okay, und was mit Aribeth? Was? Ich verstehe nicht ganz, was ihr meint. Sicher waren wir durch die Ereignisse während der Pest beschäftigt, aber unsere kleinen Meinungsverschiedenheiten sollten unsere Liebe nicht stören. Naja, so kann man sich manchmal irren, ne? Glaubt ihr... Sie denkt anders darüber, dafür habe ich keinerlei Anzeichen gemerkt, aber ich merke sowieso nichts. Und ich kenne sie wahrlich gut genug. Sie kümmert sich um die Kranken, da liegt ihr falsch. Ah, ihr habt Geheimnisse vor ihr, ist das kein Hinweis? Naja, das habe ich alles zum Besten gemacht und ihr werdet schon sehen, das wird alles gut werden. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. So, dann reden wir noch mit Desta. Ah, ihr. Ich schätze, ihr müsst zufrieden sein. Schließlich seid ihr dafür verantwortlich. Ja, ich bin eben ein Held, das gehört zum Geschäft. Natürlich. Im Vergleich zu euch haben meine Glaubensgefährten recht ineffektiv gewirkt. Die Wichtigkeit unserer Vorgehensweise wurde in Frage gestellt. Natürlich, jetzt ist die Zeit für euch beiseite zu treten. Für das Ritual seid ihr nicht vonnöten. Ihr dürft bei der Herstellung des Heilmittels zuschauen, aber stört nicht den Ablauf. Warum habt ihr euch von Fentik seinen Schlüssel zur Burg nie geben lassen? Das ist meine Sache. Ich habe Fentik meine Gründe erklärt und sie haben ihn überzeugt. Das Ritual zum richtigen Ergebnis zu führen, schließt ein gewisses Risiko ein. Was wollt ihr denn tun? Das werde ich tun. Ich werde das tun, was ich gesagt habe und dafür sorgen, dass wir das Heilmittel bekommen. Einen anderen Zweck hat diese Zeremonie nicht. Das wirkt alles schon ein bisschen seltsam, müsst ihr zugeben. Auf euch vielleicht, doch auf dieses ganze Ritual muss euer Vorstellungsvermögen ja auch übersteigen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir das Heilmittel bekommen. Okay, zurück zu meinen anfänglichen Fragen. Was werdet ihr dann machen, wenn die Pest geheilt ist? Wenn wir das Heilmittel haben, brauche ich nicht länger in die Winter zu bleiben. Ich werde eine Weile zu Helms Feste zurückkehren. Alles weitere ist das eine Anspielung auf Helms Feste aus Baldur's Gate 2.
Alles Weitere ist meine Sache. Okay. Ich habe einige Fragen zum Ritual. Dann solltet ihr euch auch noch ein paar Jahre dem Studium der Magie widmen. Alter, ich bin vermutlich älter als er. Ja. Ich sehe keinen Sinn darin, euch Zauberformeln zu erklären. Wir bitten sowohl um Arkane als auch um göttliche Energie. Wie in dem Dungeons and Dragons Film. Sie beten? Nein, doch. Oh. Das ist den 90ern oder wann der kam mit dem richtig schlechten CGI. Wenn wir die bekommen, ist das Heilmittel fertig. Mehr müsst ihr nicht wissen. Okay. Und dann haben wir noch eine Frage zu den anderen. Tschüss. Und dann reden wir noch mit Fürst Nashor. Ich glaube, Aribeth hat mir. Guck, der hat sogar immer noch seine Rüstung aus dem Vorspann an. Ich weiß zu schätzen, wo man seine Brustmuckis sieht. Wirklich. Es freut mich, dass Niewinter in diesen schwierigen Zeiten auch auf durchschnittliche Abenteurer zählen kann. Durchschnittlich, sagt er. Fendig sagt, dass er seinen Wachschüttel Dester gegeben hat. Ich möchte euch bitten, euch nicht in die Angelegenheiten meiner zuverlässigen Berater einzumischen. Ich würde es nur gesagt Fendig haben. Fendig hat mein volles Vertrauen. Und Dester traue ich zu, dass er verantwortungsbewusst handelt. Macht euch darum keine Sorgen. Schloss Nie ist gut befestigt. Und nichts wird das Ritual unterbrechen. Okay. Das Heilmittel ist alles, was jetzt zählt. Ich habe eine Frage über das Ritual. Aber darum kümmern sich Aribeth, Fentik und Dester. Okay, gut, wir kümmern uns nicht darum. Die er ist einfach nur Fürst. Die Dinge werden sich erst wieder normalisieren, wenn wir die für die Pest Verantwortlichen gefangen und bestraft haben. Mein Niewinter wurde noch nie derart geschädigt. Und dann kam das Spiel Neverwinter raus und da wird Niewinter die ganze Zeit am laufenden Band geschädigt. So, dann wollen wir mal überreden. Vengaul. Kennst du Vengaul? Ja, es gibt Berichte über seine Aktivitäten im Hafenviertel. Während meiner Jugend als Abenteurer sind wir ab und zu aneinander geraten, aber die Dinge haben sich geändert. Okay. Ich hätte ihn aufgesucht, aber nicht solange ich schwach bin. Es würde unseren früheren Kämpfen nicht zur Ehre gereichen, wenn ich ihm jetzt gegenüber trete. Zudem gibt es neue Schurkereien, um die ich mich kümmern muss. Aha, na toll. Nun gut. Aber macht es bitte kurz. Fragen über die Gefolgsleute? Wenn ihr Informationen über meine treuen Berater haben wollt, dann fragt sie doch lieber. Okay, sehr. Er kann wieder gar nichts. Wir mit dem Ritual. So, wir haben alles fertig gemacht. Ich glaube dann... Oh, oh. Passiert was? Ich wollte gerade den Part beenden, aber... Oh, da kam die heilige Energie. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Heilmittel. Ja, Fentik. Ich habe ein Heilmittel. Was meint ihr damit? Was meint ihr damit? Nein, da kommen irgendwelche Leute! Was für eine Hinterhält. Heilscher Helmit. Dester lacht immer noch. Alter, er hat... Nein, er ist weg. Schnell, wir müssen die Angreifer besiegen. Das gibt es doch nicht. Fentik ist weg, Dester ist weg, Aribeth kniet am Boden. Fürst Nashor so, ja, gar keinen Bock, ich bleib da sitzen. Ah, krass, was jetzt hier wohl beim nächsten Mal passiert, ne? Wo ist das Heilmittel hin, Roldolo? Es ist verschwunden. Oh nein, wer hätte damit rechnen können? Und es sah so aus, als wären Fentik und Dester vielleicht die Bösen. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, wie es weitergeht hier, erfahren wir beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.